Meine Lieben, ich darf euch herzlich willkommen heißen hier zurück zum 258. Part, zum 85. Part der ManU-Reihe und damit herzlich willkommen hier im Nachbericht des FA Cup Finale 2016. Wir sind der Sieger des FA Cups 2016 geworden nach einem 5:3 gegen den FC Arsenal, die ein wirklich klasse Spiel gezeigt haben, und in 3 Wochen sehen wir uns wieder zur Partie des Champions League Finals zwischen Manchester United und Arsenal im Etihad Stadium von Manchester. Wir können damit sagen, Olivier Giroud hat ein klasse Spiel gemacht. 3 Tore, 1,5 in der Note. Ansonsten waren die Gunners nicht so erfolgreich. Bei uns Martial, Spieler des Spiels, 1,5, ein Tor gemacht, eine Vorlage. 2 Tore von Robin van Persie, 2,0 bekommen. Wayne Rooney eingewechselt, 2,5. Marco Reus eingewechselt, Tor und Vorlage. Klasse Spiel gemacht, also ich hätte ihn doch von Anfang an laufen lassen sollen. Aber ich wollte ihn schonen und wir sehen, unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. Und jetzt zu den Statistiken, dort sehen wir es jetzt. Nochmal die Torfolge, wie das Ganze entstanden ist. Und hier nochmal 11:4 Schüsse. 9 von uns aufs Tor, 3 von den Gunners, 2 vorbei und 1 für die Gunners vorbei. 10:4 Chancen, 63:37% Ballbesitz. Und von der Zuschauerzahl war es relativ ausgeglichen. Vor ausverkauften Haus im Wembley. Und Spieler des Spiels Olivier Giroud. Hier sehen wir das einzige Ergebnis des heutigen Tages. Vor 90.000 Zuschauern. Das 5:3 für uns. Zu den Stimmen, da sagt Wayne Rooney, ich bin der gleiche Wayne Rooney wie immer, nur wegen einer Binde am Arm werde ich doch nicht meine Persönlichkeit wechseln. Und Präsident Chips Keswick von Arsenal, unsere Spieler rennen mit dem Autogrammblock rum, um eine Unterschrift von Robin van Persie zu bekommen. Robin van Persie, ehemaliger Gunners-Spieler. Beste Spieler wurde hier Olivier Giroud, inoffizieller Torschützenkönig des FA Cups. Und nach 6 Spielen Alexander Song, bester Mann vor Luka Modric, Marcel Schmelzer und Van Persie. Fairplay, sind wir hier die 8. beste Mannschaft im Wettbewerb gewesen. Van Persie 2 Tage Wadenprellung, also hat er doch was gehabt. Das Duell zwischen Martial und Giroud ist ausgeglichen, jeweils mit der 1,5. Nur unser Mann ist hier 9 Punkte stärker, sind ja beides Franzosen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich habe noch einige Freundschaftsspiele angesetzt für die Vorbereitung jetzt auf das Endspiel der Champions League, damit der Spielstand hier auch reibungslos läuft und ich auch abspeichern kann zwischendurch. So, und jetzt sehen wir die Auf- und Abwertungsrunde. Die macht man natürlich normal. Wayne Rooney hat einen verloren, Verletzungspech. Raphael 2 gewonnen auf eine 87. Dich hier hat 1 gewonnen. Phil Jones 1 verloren. Shinji Kagawa ist gleich geblieben. Alexandro hat 1 verloren. Zuma hat 1 gewonnen. Luka Modric 2 Punkte gewonnen. Ricardo Rodriguez hat einen leider verloren. Negative Entwicklungen in den letzten Jahren, weshalb auch immer. Junior Molanda 1 gewonnen, Julian Queen 2 gewonnen, Julian Brandt 1 gewonnen, Hulk 1 gewonnen, Adnan Januzaj hat 1 gewonnen, genauso wie Thiago. Jerome Boateng ist gleich geblieben, Ta hat sich um 2 Punkte verbessert, Marco Reus 1 nach oben, Schweinsteiger nochmal 1 nach oben, Mats Hummels auch 1 nach oben in der Konstanz plus 1. Çalhanoğlu 1 nach oben. 2 nach oben, klasse. Morata. Gleich geblieben, schlechtes Timing beim Kopfball. Ebenfalls gleich geblieben, Auf- und Abwertung jetzt im Jugendbereich. Christian Heindl 1 nach oben. Und das war's, insgesamt hat sich unser Team um 16 Level gewonnen. Die Gewinner Raphael, Modric und Julian Queen. Obwohl das nicht alle waren, die 2 gewonnen haben. Klasse. Jetzt sehen wir hier, unser Tipp weicht um 50 Plätze ab. Ein Schnitt von 2,5 ist auch in Ordnung.
Wir hatten zumindest die ersten beiden Mannschaften richtig. Dann gab mit Manchester City hier einen kleinen Fehler. Aber ansonsten passt es. Der größte Fehler wurde mit Stoke City gemacht, die 8 Plätze nach unten waren auf dem letzten Platz. Queen Parks, die um 6 nach oben gegangen sind. Also das waren die gravierendsten Fehler hier. Naja, kann passieren. Und jetzt die Einblendung FA Cup Triumph. Was für eine, und wir sehen eine Talenterhöhung. Okay, da bin ich mal gespannt, wen es hier trifft. So, Tah hat alle Trainingsziele erreicht. Das passe ich gleich mal selber an. No. Und wir sehen, James Rodriguez kommt zu uns. Jetzt muss ich halt noch mal ganz kurz rein wegen Tah. Meine Spieler total euphorisiert, kann ich natürlich verstehen. 83er Robustheit, meine Fresse. So. Dann darf er sich um die wichtigsten Sachen hier kümmern. So. Robin van Persie fällt aus 2 Tage, das wissen wir. Siegprämie, nochmal 1,5 Millionen. Und jetzt müssen wir 50.000 bezahlen für Martial, wenn er einen weiteren Einsatz für den Verein bestreitet. Ist nicht so schlimm, das können wir ja ruhig. Ligaspielbonus nach 38 Spielen. Das ist nicht so schlimm. Statusbericht Verletzungen De Gea und Van Persie. Glückwunsch Telegramm von Hansa Rostock bekommen. Riskante Ansprache war erfolgreich. James Rodriguez kommt zu uns für die neue Saison. Für eine Ablöse von 25 Millionen. Spielerfeier, verlieren wir zwar 5 frische Punkte. Die Stimmung ist großartig. Luka Modric, Trainingsziel erreicht. Ach du Heilige, einige. Eine Top-Ausdauer mittlerweile. Çalhanoğlu, Trainingsziel. Sind auch wieder ein paar. So, Talenterhöhung von 2 Spielern. Klasse. Junior Malanda jetzt 4,5 Sterne. Und Anthony Martial 5 Sterne. Das haben wir geschafft, weil ich glaube, er hatte zum Anfang 4 Sterne. Jetzt haben wir ihn zu einem 5-Sterne-Mann gemacht. 94er Stärke. Einfach nur überragend. Reden können wir nicht mit beiden. Mit Molon da können wir reden. Super, dass du jedes Spiel gespielt hast. So, die Anfragen nehmen wir an. Spielen wir hier gegen Amerika, gegen Al-Ahli und gegen den Wolfsberger AC. Denke ich mal, wird passen. Trainingslauf machen wir jetzt. So, Van Persie wird wieder fit sein. Dann gehen wir hier voran. Und sehen Zuschlag für Manchester United. 3-Jahres-Vertrag hat hier James Rodriguez unterschrieben. Ist 1,79 groß und konnte als Mittelfeldspieler in dieser Saison alleine in der Liga bereits 10 Tore vorbereiten. 9 Tore erzielte er zudem selbst auch überragend. So, und dann nähern wir uns zum Spiel gegen Amerika, was wir zu Hause bestreiten. Und haben jetzt 17 News, wohl möglich Trainingsziele, ja. Und der Hamburger HSV hat Interesse an mir. Meine Güte, das ist natürlich jetzt interessant. So, das tun wir mal nicht verhandeln, weil es wäre ein Resümee. Wir hatten sie ja 5. Saison vom lieben Bergi. Den Spielstand hatte ich ja übernommen gehabt. Nochmal die Saison gemacht und jetzt wollen sie mich. Aber ich habe schon eine Abstimmung laufen, von daher. Unter anderem hier SV Wien.
Hier kann man wieder was entwickeln lassen. Aufblasbaren Pokal. Aufnehmen kann man ja eh nichts. So, dann gucken wir uns mal jetzt hier die ganzen Trainingsziele an. Michael Hofer hat seins erreicht. Ausdauer, dann darf er mit den Flanken und mit der Schnelligkeit weitermachen, so wie der Ballkontrolle. Marvin Kurt Trainingsziel. So, dann darf er jetzt hier mit der Ballkontrolle weitermachen. Alexei Feinstein Trainingsziel. So, Christian Heintl, der sich ja verbessert hat. So. Hinweis vom Assistenten, Sponsorzeitbonus für die Meisterschaft 404.000 und hier für den Pokalsieg ebenfalls 404.000. Der Hamburger SV hat Interesse. Da können wir ja mal reingucken. Hier sehen wir sofort, die sind ja hier Tabellen 15. Jetzt die Begegnung hier gegen Borussia Dortmund. Normalerweise würde ich ja sagen, okay, jetzt unterschreibe ich, Traditionsverein. Aber ich habe eine Abstimmung laufen, von daher halte ich da mein Wort und wir haben ja deutlich schönere Möglichkeiten dann. Mit den ganzen vier möglichen Mannschaften mit SVW in Wiesbaden, Augsburg, Hertha BSC, die wir dann in der zweiten Liga dann zum Aufstieg verhelfen müssten. Es sei denn, sie retten sich in die Relegation. So, und dann schlussendlich den MSV Duisburg in der zweiten Liga. Das ist genau ähnlich. Die Tabellen 16. sind, ach du Heilige, haben jetzt sozusagen ein kleines Endspiel gegen Heidenheim. Na, das ist natürlich jetzt auch nichts. Das heißt, sollte MSV Duisburg gewählt werden, müssten wir es in der dritten Liga hochführen. Und das möchte ich gerne nicht verhindern. Naja. Sehen Sie noch Devos und Karl Brink sind stärker geworden, ja. Und dann passt man das Ganze noch an. Sehen hier von der Frische Luka Modric müsste raus. Darf Thiago anfangen. Genauso ein Marco Reus, der jetzt die Pause kriegt. Julian Brandt. Rene Adler. Müsste ran, weil Courtois, das war nichts. Das war einfach nur eine Katastrophe, was der zusammengespielt hat. So, dafür kommt Fellaini mit. Und dann würde ich sagen, schließen wir die Folge für hier. Wir haben es geschafft, sind FA Cup-Sieger geworden. Haben einige gute Auf- und Abwertungsrunden erlebt. Auch Talenterhöhungen von Marlon Dahl und Martial. Einfach nur top und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu CA America mit der Vorbereitung dann auf das Spiel gegen den FC Arsenal im Champions League Finale. Würde ich sagen, das machen wir alles dann im nächsten Part komplett durch. Und bis dahin macht es gut, euer Sphinx Mido 007. Servus!